Wie ich es geschafft habe, mit 19 Jahren mehr als 20 Kilogramm abzunehmen. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch erzählen, wie es damals dazu gekommen ist, dass ich mehr als 20 Kilogramm zugenommen habe und die dann auch 2 Jahre später wieder abgenommen habe. Es ist jetzt gerade 8:30 am Morgen und ich warte hier auf meine Rewe-Bestellung, weil ich bestelle mir immer meine Lebensmittel nach Hause und mein Wasser auch. Solange ich warte, kann ich euch ja einfach mal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass ich überhaupt so fett geworden bin. Damals mit so 15 Jahren habe ich angefangen, exzessiv 24/7 zu zocken. Und als ich dann 17 Jahre alt war, ist meine Mutter damals zu meiner Oma gezogen. Ja, und daraufhin hat es bei mir angefangen, weil meine Mutter vorher immer noch mal so ein bisschen einen Blick auf meine Ernährung hatte. Ich hatte ja sowieso schon überhaupt keine Bewegung und habe dann angefangen, einfach zu fressen, worauf ich Bock hatte. Ständig Döner, Tiefkühlpizza, Burger, was auch immer. Dann kam bei mir noch der Alkohol hinzu, dann habe ich mir ab und zu mal ein Bier am Abend aufgemacht. Das wurde dann irgendwann auch zur Gewohnheit. Und am Ende war es so schlimm, dass ich sogar 2 Schachteln Kippen am Tag geraucht habe. Ja, und irgendwann sah ich dann so aus. Es war dann auch so, dass ich mich echt schon ziemlich scheiße gefühlt habe, ständig krank war, die Leute über mich geredet haben, was ist denn mit dem los, warum ist denn der so fett geworden? Also es hat sich für mich echt ziemlich räudig angefühlt. Und von Frauen wurde ich auch nicht mehr wahrgenommen. Also es war für mich wie so ein richtig heftiger Teufelskreis. Gefangen in meiner Gaming-Welt, scheiß Ernährung, keine Bewegung, kein Sport. Also wenn ich darüber nachdenke, war das eigentlich so der Tiefpunkt meines gesamten Lebens. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen? Das lag einfach daran, dass ich in diese Gaming-Welt geflüchtet bin. Dort konnte ich zeigen, wer ich bin. Dort konnte ich was erreichen. Dort hatte ich einen Namen und habe halt Anerkennung bekommen. Und deswegen hat mir das damals auch so viel gegeben. Aber irgendwann kam dann zum Glück der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, Ende, Schluss, es hat Klick gemacht. Dazu aber später mehr. Ich zeige euch jetzt gleich noch meinen Einkauf. Und gerade möchte ich den Moment auch noch nutzen, um mich zu bedanken für den Support aufs erste Video. Und es ist auch das erste Kanalmitglied dazugekommen. Jutta Brunner, vielen lieben Dank. So, mein Einkauf ist gekommen. Das kommt ja immer in diesen Tüten geliefert. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, was da alles so ein bisschen dabei ist. Also ihr werdet sehen, dass der Einkauf relativ proteinlastig ist. Und er geht auch schon noch so ein bisschen Richtung Carnivore. Schaut dazu gerne auch mal mein letztes Video an. Ich habe 60 Tage lang nur Carnivore gelebt. Ich verlinke euch das mal in der Beschreibung. Die Auswahl bei Rewe ist leider immer ein bisschen knapp, was Steaks angeht. Aber ich habe wieder einige Steaks hier am Start. Dann natürlich Räucherlachs, Stremellachs, 5 Packungen von diesem Protein-Grieß-Pudding. Der ist richtig lecker. Dann 4 von diesen Protein-Puddings im Geschmack Vanille. Ah, hier noch ein Stremellachs. Dann hier so ein Hähnchenkassler, der hat echt gute Nährwerte, nur 2 Gramm Fett auf 100. 4 Packungen körnigen Frischkäse. Den esse ich immer in Kombination mit diesen Rispellis im Geschmack Barbecue. Also ich dipp die da einfach rein und da hast du einfach einen geilen Snack. Davon habe ich auch 4 Packungen. Das habe ich eigentlich immer auf Vorrat da. Dann hier ein paar Gurken. Oliven, ich liebe Oliven und ist auch eine geile Fettquelle. Dann so als kleine Gönnung hier solche Kirschpaprika mit Frischkäse gefüllt. Mega lecker. Bisschen Mais. Ja, und was für die Hygiene. Wie sieht jetzt mein Tag konkret aus heute? Ich werde jetzt mal den Einkauf wegräumen. Dann gehe ich live auf TikTok und heute Mittag dann ins Training. Heute steht mein Lieblingstraining an, Beine. Ach ja, und dieses Wasser habe ich mir bestellt, 3 Kästen. Besser wäre noch Lauretaner Wasser oder Black Forest. Aber das ist auch nicht schlecht, das ist Heilwasser, also ist recht gut bewertet. Und ich finde diese Flasche recht edel, deswegen feiere ich das voll. Mein Stream ist jetzt auch bereit und ich habe mich jetzt dazu entschieden, mir hier so eine Packung Gurken noch reinzupfeifen. Ich esse eigentlich um die Uhrzeit noch nichts, aber ich habe jetzt diese Gurken gesehen und so richtig Bock bekommen. Man kann übrigens auch das Gurkenwasser trinken. Ah, geil! Ich war gerade hier dabei, das Video zu schneiden und dann ist mir aufgefallen, dass ich ab dem letzten Zeitpunkt alle Videos in Slow-Mo aufgenommen habe, ohne Ton. Oh. Oh Mann, ich bin jetzt echt ein bisschen traurig, weil der Inhalt, glaube ich, echt gut war. Ich nehme das jetzt alles neu auf, man macht einfach seine Erfahrungen und Fehler. Ich kann euch ja ein bisschen die Slow-Mo-Aufnahmen einblenden. Also, bevor ich dann live gegangen bin, habe ich noch eine Guarana-Kapsel genommen. Die hat ein bisschen Koffein drin und sorgt für einen kleinen Push. Anschließend habe ich dann tatsächlich diese Rispellis mit körnigen Frischkäse gegessen. Das war total lecker, ich liebe es einfach.
Und dann bin ich ins Training gegangen. Auf dem Weg ins Fitnessstudio habe ich euch dann eigentlich erzählt, wie sich meine Veränderung dann entwickelt hat. Das werde ich jetzt im Anschluss gleich noch machen. Und dann bin ich gerade vom Training heimgekommen, habe mir ein schönes Steak gemacht, habe schön Reis dazu gegessen und ein bisschen Mais. Beim Kochen oder so gucke ich meistens eine Serie. Aktuell gucke ich in Ewiger Schuld. Das kann ich wirklich empfehlen. Das ist eine richtig coole Serie. Und vorher habe ich noch diese Kirschpaprikas gesnackt. Die waren sehr, sehr lecker. So, und jetzt kommen wir zum Thema der Themen. Was war der Auslöser dafür, dass ich mein Leben komplett umgekrempelt habe? Warum habe ich mein Leben verändert? Also ein Punkt war auf jeden Fall meine Gesundheit. Ich war ständig krank, ich war total außer Atem, wenn ich nur die Treppen hochgegangen bin. Mir ging es einfach ständig schlecht. Ein weiterer Punkt war es, dass ich mich total unwohl gefühlt habe in meiner Haut. Wenn ich mich im Spiegel angeguckt habe, habe ich mich regelrecht vor mir selbst geekelt. Ich bin irgendwann auch nicht mehr ins Freibad gegangen, weil ich mich total unwohl gefühlt habe, wenn ich mich ausziehen musste. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich von irgendwelchen Menschen beobachtet werde. Ja, und der Hauptgrund, warum ich das Ganze angefangen habe, den habe ich, glaube ich, auch noch nie irgendwo so erzählt. Das war tatsächlich eine Frau damals. Ich war so ein bisschen verliebt in diese Frau. Ich stand auf die und ja, dieses Interesse wurde aber nie erwidert. Und irgendwann habe ich dann auf Facebook gesehen, dass die mit einem Typen unterwegs war, der extrem definiert war, der hatte einen schönen Sixpack. Und irgendwie kam da was in mir hoch, das war so ein richtiger Schmerz oder auch Neid, ich weiß es nicht, was es war. Aber das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, ey, jetzt ist Schluss, ich zeig's jetzt allen, ich muss jetzt irgendwas verändern, mir reicht's einfach. Ja, dann habe ich von heute auf morgen aufgehört, Alkohol zu trinken und auch aufgehört zu rauchen. Extremer Cut, komplett alles weggelassen. Vor allem das Ganze mit dem Rauchen fiel mir sehr, sehr schwer, aber ich habe es einfach durchgezogen. Ich habe dann auch 5 Jahre oder so keinen Schluck Alkohol getrunken. Ich war ein totaler Gegner von Alkohol. Heute sieht es wieder ein bisschen anders aus. Jetzt sehe ich das Ganze wieder ein bisschen lockerer. Aber Alkohol ist einfach scheiße. Lass die Finger davon. Ab und zu geht schon. Ja, wie habe ich dann angefangen? Also ich habe mich vor allem am Anfang erstmal mit dem Thema beschäftigt. Ich habe mir vor allem YouTube-Videos angeguckt, habe mich allgemein über das Thema informiert. Und ab und zu habe ich sogar mal ein Buch darüber gelesen. Ja, ich habe dann angefangen, meine Ernährung umzustellen. Ich habe Kalorien gezählt. Ich war täglich bei so circa 2100 Kalorien. Ich habe versucht, jeden Tag mein Eiweiß zu decken, gesunde Fettquellen zu mir zu nehmen, den Alkohol, wie gesagt, komplett wegzulassen. Dazu habe ich noch täglich 10.000 Schritte mindestens gemacht. Anfangs bin ich auch einmal die Woche in so ein Reha-Zentrum zum Trainieren gegangen. Das wurde dann irgendwann mehr. Irgendwann habe ich das dann auf 3 Trainingseinheiten pro Woche erhöht. Und später habe ich mich dann in einem richtigen Fitnessstudio angemeldet, wo ich dann sogar 5-mal die Woche hingegangen bin. Und dann kamen die Erfolge Schritt für Schritt. Ich habe abgenommen, ich habe Muskeln aufgebaut, ich habe mich immer wohler in meinem Körper gefühlt. Und das war wirklich eine verdammt geile Zeit, die mich immer, immer mehr motiviert hat. Ich war so richtig verbissen, dass ich einen guten Körper hinbekomme. Also ich habe das wirklich jeden Tag ohne Ausreden durchgezogen. Ab und zu habe ich mir auch mal was gegönnt, mal einen Döner oder so. Ich liebe Döner oder mal ein bisschen Sushi. Aber ich würde sagen, zu 90% lief wirklich alles optimal. Natürlich gab es ab und zu auch mal ein paar Tage, die nicht gut liefen. Das ist völlig normal und das wird auch jedem passieren, egal was er in seinem Leben tut. Das Wichtigste ist einfach, dass man immer dran bleibt und niemals sein Ziel aus den Augen verliert. Was treibt mich an, das Ganze weiterhin durchzuziehen? Also ich habe einfach allgemein gemerkt, dass es mir damit viel, viel besser geht. Ich habe mich persönlich weiterentwickelt. Das Ganze hat sich dann irgendwann auch aufs Business übertragen. Und somit habe ich dann auch eine gewisse Disziplin aufgebaut, dass ich immer an meinen Zielen dranbleibe. Ich fühle mich besser denn je. Es ist einfach schön, wenn man am Strand ist zum Beispiel und sich ausziehen kann, ohne das Gefühl zu haben, dass einen jeder beobachtet und verurteilt. Und man kommt mit einem gewissen Körper auch besser bei Frauen an. Und da geht es gar nicht nur ums Aussehen, sondern auch um die Ausstrahlung. Die hat sich mal bei mir natürlich auch total verändert. Es gibt auch Tage, an denen bin ich gar nicht motiviert. Das ist völlig normal. Das Wichtigste ist einfach, dass dann die Disziplin an den Tag gelegt wird. Man ist nicht immer motiviert, man muss sich auch nicht immer Motivation suchen, man muss einfach mal eine Sache durchziehen. Und wenn man dann dranbleibt, das dauert manchmal, aber wenn man dranbleibt, dann kommen die Erfolge, das verspreche ich euch.
Also verfolgt immer eure Ziele, jeden Tag, bleibt da immer dran. Es wird sich irgendwann auszahlen, vielleicht nicht direkt, vielleicht dauert es ein paar Wochen, Monate oder sogar Jahre, aber wenn ihr dranbleibt, dann zahlt sich das aus. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, ich euch vielleicht ein bisschen weiterhelfen oder motivieren konnte. Bleibt dran, verfolgt eure Ziele und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut.